Olympische Spiele sowie Welt- und Europameisterschaften haben eines gemeinsam: die logistischen Höchstleistungen im Hintergrund, damit alles reibungslos läuft. Das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics steht dem in nichts nach. Beim Basketball etwa finden die Wettbewerbe an 4 Spielorten mit je 2 Hallen statt. Matthias Ramsauer hat dafür als Gesamtkoordinator den Hut auf. Ja, wir brauchen natürlich für die Hallen elektronische Anzeigetafeln. Wir brauchen eine 24-Sekunden-Uhr. Und das ist schon auch, das kostet eine ganze Menge Geld. Und vor allen Dingen, es muss erstmal da sein. In der Emser Straße heute war die Anzeigetafel kaputt. Ich habe eine Ersatzanlage im Auto. Die habe ich dann gleich dahin geliefert und alles läuft weiter. Damit vor Ort alles rund läuft, hat der Chef natürlich einen ganzen Stab unter sich vereint. Ich habe in jeder Halle eben einen Hallenchef. Und ich brauche 64 Leute Kampfgericht, ich brauche 32 Schiedsrichter, ich brauche technische Kommissare für die Mann-Mann-Verteidigung. Zwei dieser Hallenchefs sind Silvia Eil und Andreas Hanak. Beide sind schon lange dabei und wissen daher genau, was zu tun ist. Hallenmensch ist das Organisieren der Halle von A bis Z. Das heißt, die Spielformulare müssen geschrieben werden, die Teilnehmerausweise müssen kontrolliert werden, die Formulare müssen vorgeschrieben werden, sie müssen vorbereitet werden und mit den Trainern und den Schiedsrichtern muss man kommunizieren. Also wir müssen strikt darauf achten, dass wir im zeitlichen Rahmen bleiben. Das ist alles sehr eng gestrickt und da muss man schon aufpassen, dass das alles ordnungsgemäß abläuft. 4 Standorte bedeutet aber nicht nur Höchstleistungen von den Verantwortlichen, auch die Betreuer der Schulen müssen gut organisiert sein. Das Sportgymnasium Chemnitz etwa ist in 3 der 4 Wettkampfklassen und somit in 3 Hallen vertreten. Genau, jeder Betreuer ist für eine Mannschaft zuständig. Wir sind in einem Quartier, sehen uns also immer abends und ansonsten tagsüber sind wir an verschiedenen Orten. Die hier mit nach Berlin fahren, die Kollegen sind auch nicht das erste Mal mit, also von daher gestaltet sich das relativ einfach. Auf Erfahrung kommt es bei solch einem großen Event also an. Doch die Stars von morgen können die Organisatoren auch mal ordentlich Nerven kosten. Die deutsche Basketballlegende Chris Welp etwa sorgte bei Andreas Hanak für ordentlich Zeitverzug. Ein späterer Nationalspieler, der auch in den USA gespielt hat, der hat beim Warmmachen ein Plexiglasbrett zerstört mit einem Dunking. Und es war jetzt ganz schwierig, in der Halle ein Ersatzbrett zu schaffen und deshalb gab es eine stundenlange Verzögerung bei den Spielen. Große Verzögerungen gab es bisher nicht. Die Schüler konnten ungestört und gut organisiert ihre Wettbewerbe austragen, dank der zahlreichen Helfer, Betreuer und Hallenchefs.